Hallo Freunde, willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Letzte Episode in der neuen Zone angekommen, war ein bisschen hektisch die Flucht. Mit 6 zerstörten Hubschraubern. Keine Ahnung, hab irgendwann aufgehört richtig zu zählen, war nur eine Schätzung. Wir sind zu Fuß quasi von diesem Stützpunkt hier bis hier hinten hingerannt und die ganze Zeit nur am Kämpfen. Jetzt schauen wir mal, dass wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ihr seht, Unidad ist immer noch bei den Rebellen. Die haben die Suche gerade eben erst abgebrochen. Ich habe jetzt einfach gewartet. Und ja, wir machen uns als nächstes auf den Weg, hier drüben den Lieutenant zu verhören. Hoffentlich entkommt er uns nicht. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, wenn man zwei Scharfschützengewehre, so weit kommt es noch, zwei Sturmgewehre ausrüstet, bedienen die sich aus dem gleichen Munitionspool. Und dann ist die Munition recht schnell verschossen. Deshalb zwei unterschiedliche Waffentypen ausrüsten. Ich habe nach Alternativen für die ACR gesucht. Aber... ja. Meine Idee wäre gewesen, wir nehmen ein leichtes Maschinengewehr. Wäre an sich fantastisch, hat großes Magazin. Eine ganz gute Kadenz. Der Schaden ist auch besser. Insgesamt das richtig gute Paket. Problematisch wird es bei den Anbauteilen. Ich bin inzwischen ziemlich verwöhnt vom Granatwerfer und ich krieg beim leichten Maschinengewehr keinen Unterlaufgranatwerfer hin. Da gibt es nur diverse Handgriffe. Wir haben davon im Moment nur einen. Aber ich denke, der Unterlaufgranatwerfer wäre schon wichtig. Den will ich im Moment nicht verzichten. Keines der leichten Maschinengewehre, das wir haben, kann derzeit einen Unterlaufgranatwerfer bekommen. Das heißt, wir müssen das an ein Sturmgewehr machen. Und das heißt, das ACR ist vorerst unsere beste Chance. Und wir brauchen im ersten Waffenslot eine andere Waffe als ein Sturmgewehr. Wenn man sich anschleichen möchte und so weiter, braucht man auf jeden Fall einen Schalldämpfer. Eine Schrotflinte geht also nicht. Und ja, wenn wir dann schon von kurzer Reichweite reden, bleibt eigentlich nur noch die Maschinenpistole übrig. Da haben wir dann nicht mehr viel Auswahl. Wir könnten die MP5 nehmen. Wir könnten das PSG nehmen. Und da sehen wir auch, Handhabbarkeit wird viel schlechter, der Schaden ein bisschen besser, Feuerrate ein bisschen besser, Präzision auch. Wir haben eigentlich kaum der Rede wert. Und wenn wir dann direkt zur Vector gehen, Feuerrate, Handhabbarkeit, Durchdringung auch besser, was bei Unidad auch nicht schlecht ist, weil die Körperpanzer tragen. Der Schaden steigt auch ein bisschen. Deshalb entscheide ich mich mal wieder für die Vector. Wie gesagt, wahrscheinlich eine der besten leichten Maschinenpistolen, die wir haben. Vielleicht sogar im Spiel. Die P90 wäre noch interessant. Da geht die Durchdringung nochmal massiv hoch. Das wäre gerade gegen Unidad nicht das Schlechteste. PP19 muss erstmal nicht sein. P90, La Cruz. Wenn wir dann La Plaga holen, das müsste die Zone sein. La Cruz, jawohl. Wie gesagt, da geht es dann erst hin, wenn wir uns um La Plaga kümmern. Wird noch ein bisschen dauern. Jetzt erstmal ein paar Infos zu der Zone hier. Wir schauen einfach mal, ob wir ein Fahrzeug an der Straße finden. Eins, das wir uns nehmen können. Möglichst ohne, dass wir Zivilisten benachteiligen. Ja, und bei der Handfeuerwaffe bin ich jetzt auch weg von der schallgedämpften Pistole. Ich habe jetzt einen 6-Schuss-Revolver ausgewählt. Sieht man hier auch am Holster. Grund dafür ist einfach der, wenn ich die leichte Maschinenpistole habe, die Vector, dann reicht das auf jeden Fall aus, um auf kurze Reichweite alles zu machen, was ich auch mit der Pistole machen könnte. Der einzige Grund dafür, eine Pistole zu nehmen, ist, denke ich, die Möglichkeit, das versteckter zu tragen. So eine leichte Maschinenpistole ist auf jeden Fall auffälliger. Das ist bei uns aber unwichtig im Spiel und dementsprechend kann die Vector alles, was die Pistole auch kann. Wahrscheinlich sogar besser. Sollte uns aber dann doch mal die Munition ausgehen, ist das in einem Kriegsfall, sage ich mal, also wenn es wirklich laut und hektisch ist,
Und dann brauche ich Durchschlag. Und die Pistole, also hier die 357er, bietet einfach viel mehr Schaden, als das die anderen Waffen haben. Und auch viel mehr Durchdringung. Klar, ein Schalldämpfer geht nicht dran. Und das mit dem 6-Schuss-Revolver hat auch gewisse Nachteile. Der hat einen hohen Rückstoß, das heißt, er verzieht nach jedem Schuss mehr als die anderen Waffen. Das sieht man am Handhabbarkeitswert. 6 Schuss natürlich nur, danach muss man eine Weile nachladen. Hat also nicht nur Vorteile, aber es ist eine Notfallwaffe. Und ich denke, naja, also mit dem anderen Charakter habe ich mit dem 6-Schuss-Revolver auch schon Hubschrauber abgeschossen. Das ist, denke ich, deutlich vernünftiger als die schallgedämpfte Pistole. Dementsprechend laufen wir jetzt ein bisschen anders dagegen. Warum wackelt der so beim Laufen? Ich habe das Gefühl, er watschelt ein bisschen. Die Hose gemacht, dass du so breitbeinig unterwegs bist oder hast du Blasen an den Füßen? Lauf halt auf den Händen. Okay, kein Auto gefunden, ohne dass wir Zivilisten bedrohen müssen. Naja, die paar Meter jetzt noch, die kriegen wir auch noch so hin. Boah, sag mir nicht, dass die Ortschaft auch von Unidad bevölkert ist. Das wird wieder eine richtig tolle Zone. Fliegen können wir vergessen, weil hier im Wald überall die Flugabwehrstellungen lauern können. Brechstange können wir quasi auch vergessen. Wir haben letzte Episode gesehen, dass Unidad da sehr hartnäckig ist. Muss ja auch nicht sein. Die warten auf den Bus. Geh schon. Ah, das wird kein Spaß. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, das ist ein Rebellenlieutenant, wie mir gerade eingefallen ist. Der wird nicht abhauen. Mit dem können wir einfach reden. Das wird fantastisch. So, dann zeig mal, was du für Infos hast. Hi, wie läuft's denn? Hauptsächlich den Berg rauf und runter. Gracias. Viel Glück. Also, Fähigkeitsgeschichte. Ist nicht das, was ich gern gehabt hätte, bin ich ehrlich. Aber es ist, denke ich, besser als nichts. Dann kommt als nächstes die Kingslayer-Datei. Trotz allem brauchen wir auf jeden Fall noch Infos über Waffen und Waffenteile. Wenn es sie hier in der Zone gibt, aber sollte es eigentlich. Finden wir raus. Wir haben in der Zone 2 Waffenkisten und 6 Zubehörkisten. Keine Wölkchen in der Nähe. Wow. Legende, mal wieder. Okay. Und der gehört zum Santa Blanca Kartell. Es wird nicht so einfach, den aufzuhalten. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Der hat's hinter sich. Sauber. Verdammt. Alles Paletti? Das war nicht beabsichtigt. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Ich wollte eigentlich nur sein Auto ausschalten. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Wir haben sie aufgescheucht. So viel zu dem Versuch.
Gut, die Vector macht also zu wenig Schaden an Fahrzeugen, obwohl es einen ist alles relativ guten Schaden und Durchdringungswert hat. Trotzdem reicht es nicht. Sehr schade. Das heißt, wir haben gerade zwei Lieutenants verdummbeutelt. Und das wäre eigentlich unser Ticket gewesen für alle Infos, die wir aus der Zone gebraucht hätten. Und Hubschrauber schon wieder in der Luft. Das ist doch Mist. Okay, dann machen wir es traditionell. Wir suchen. Vielleicht finden wir was auf dem Weg zu diesem Fähigkeitspunkt. Ansonsten stimmt die Richtung schon mal. Wir machen dann mit der Story-Mission weiter. Wenn wir mit der Story in der Zone durch sind, laufe ich sowieso nochmal durch und sammle die Überreste ein. Da werden wir also nichts verpassen. Es ist nur eine Frage von, wie viel Aufwand ist es hinterher noch. Wenn man die Positionen bereits kennt, während man mit der Story beschäftigt ist, kann man das natürlich alles schon mitnehmen. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Ich weiß auch nicht. Ja, ist ja gut. Waffe tragen ist ja nicht das gleiche wie Waffe benutzen. Kommt der nächste über die Straße. Wie gesagt, ich kämpfe mich jetzt am besten die Straße wieder hoch zur nächsten. Egal wo wir kämpfen, die Kinder finden immer Zeit zum Spielen. Zonenmission. Und wenn wir dann unterwegs noch einen Lieutenant finden, nehmen wir den mit, oder? Also gut. Oh Junge. Zum Glück hat der Charakter inzwischen richtig viel Ausdauer. Aber auch nicht unendlich viel. Wenn er schon so am Keuchen ist, muss man es ein bisschen lockerer angehen lassen. So, biegt nach links ab, dann haben wir eine Chance. Biegt nach rechts ab, dann ist er weg. Wir haben Gesellschaft. Biegt nach rechts ab, das war's für uns. Den holen wir nicht mehr ein. Okay, also dann geht's. Einer unserer Agenten in der Unidad ist aufgeflogen. Ein Kartellmann trifft sich mit seinem Unidad-Kontakt, um seine Identität preiszugeben. Das darf nicht passieren. Folgen Sie dem Offizier und eliminieren Sie den Kartellmann. Das wird super. Ich fürchte, da werden wir ein Auto brauchen. Da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, auch wenn das jetzt einen Zivilisten betrifft. Sorry. Das ist ein bisschen arg weit. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Meld dich einfach beim Rebellenstützpunkt in der Nähe. Bin drin, los geht's. Nein, ihr seid nicht drin, ihr seid gerade rausgesprungen. Mann, Mann, Mann. Naja, wenn der Zivilist sich bei den Rebellen meldet, dann kriegt er ein neues Auto. Wobei, ich habe ihm keine Quittung ausgestellt. Warum hechtet ihr auf die Straße? Seid ihr lebensmüde? Ach Mann. Verdammte Scheiße. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Scheiße, Mann. So, dann haben wir den wenigstens. Todos saldrá bien. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Du sprichst mit mir. Ich rede, okay? Ganz ruhig. Okay. 8 Waffen und Zubehör. Waffenzubehörposition. Alles klar. Ist alles im Süden, das heißt, davon haben wir noch nicht viel verpasst bisher. Sieht gut aus. Was haben wir denn da? Magazin für Sturmgewehre. Schalldämpfer. Magazin.
M4A1. Sehr gut. Ach, die Waffen hat er auch gleich verraten. Ja, super. Da hätten wir also unser M4. Das ist doch gar nicht so schlecht. MK17. Modulares und zuverlässiges Gewehr. Ein Entfernungsmesser für Sturmgewehre. Gut. 3 Punkte für Scharfschützengewehre. Das war gefaltete Spitze für Sturmgewehre. Alles klar. Da haben wir für ganz schön Trubel gesorgt. Was irgendwie schade ist, das Auto zurückzulassen. Diese Geländefahrzeuge der Lieutenants da sind wirklich genial. Okay, wir sollen den finden, ohne dabei entdeckt zu werden. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Schon mal eine Menge los. Könnte es mal von dem Turm aus probieren. Scharfschütze im Turm. Ich bin mir fast sicher, dass wir vom Turm aus... Hier sind Soldaten im Doppelpack. Wo hast du sie? Eine ganz gute Übersicht haben. Vielleicht entdecken wir den, ohne dass wir überhaupt in die Basis rein müssen. Das wäre doch der Traum. So, hinter der Flagge war einer. Zivilisten. Hätten wir den? Aber ich glaube, da die darauf bestehen, hier so im Wald zu bauen, wird das nicht so ganz einfach. Ziel erfasst. Brauche neue Position. Hab noch einen. Macht 5. Such eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Zeichen erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Geh in Position. Okay, probieren wir es so. Bin schussbereit. Ist erledigt. Die werden dich sehen. So weit, so gut. Wäre dann schon mal der Einstieg. Der Eingangsbereich ist frei. Vorne können wir noch Munition aufsammeln. Ist schon, das Tor könnte man auch noch öffnen. Insgesamt würde ich, glaube ich, lieber den Stromgenerator ausschalten. Das öffnet die Tore, verhindert Alarm. Hey, hier ist ein Soldat mit Maschinenpistole. Im Innern des Bunkers. Fantastisch, was du alles siehst. Zurück mit dir, sie wird dich sehen. Oh oh. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja, das hat einer gehört. Na toll. Jo, sehe einen Soldat da, auf dem Schießstand.
Noch wurden wir nicht entdeckt, sonst wäre die Mission gescheitert. Soweit, so gut. Da haben wir auch den Seiteneingang. Bestätige. Ziel ist der Unidad-Kontakt. Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten. Machen wir das sauber und nach Vorschrift. Diga, hast du diesmal was Gutes? Der letzte Tipp war Mierda. Yankee-Spion in der Unidad? Wie viele? Listo, listo. $10,000. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Hütte in den Bergen. Ich hoffe, das ist nicht ganz im Süden. Ah, komm schon. Ich frage mich, wie viele Leute Bowman hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartellinformanten um. Jetzt haben wir den Stützpunkt schon fast freigeräumt, trotzdem. Der kommt jetzt nicht hier zum Seitenausgang raus. Ich könnte schwören, dass das richtig ätzend wird. Okay, Hauptmann verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Er hat ein Auto. Haken wir so ein bisschen hinterm Gebüsch? Nein, machen wir nicht. Wir verfolgen ihn da oben lang. Die Frage ist jetzt, wie ätzend wird das, den zu verfolgen? Wie sehr müssen wir da in der Nähe bleiben? Wie nah dürfen wir ran? Wie weit weg? Und so weiter. Nicht mit so vielen Infos ausgestattet, wie ich das gerne hätte. Probieren wir es mal zwischen 150 und 200 Metern. Damit sind wir bisher ganz gut gefahren, denke ich. Ups, bisschen nah dran. Wäre natürlich sehr schön, zwischendrin nicht von Unidad oder sonst wem entdeckt zu werden. Ich fürchte, dann scheitert die Mission ebenfalls. Okay, da vorne haben wir einen Kontrollpunkt an der Brücke. Da halten wir ein bisschen Abstand. Wir wissen, wo er hinfährt. Und dann fahren wir relativ schnell an dem Kontrollpunkt vorbei. Ohne ihn zu überholen wäre toll. Da hätten wir Infos und da gibt es auch Waffenteile, aber das ist jetzt in der Mission ein bisschen schwierig. Mich schon wieder Reh auf der Straße. Hatte ich in letzter Zeit genug, brauche ich heute nicht nochmal. Ich glaube, das haben wir bald. So weit war es nicht. Da hatte ich die Befürchtung, dass es deutlich schlimmer wird. Okay, töten wir einen Informanten des Kartells. Aufpassen, Gegner im Bereich. Ich sehe den Santa Blanca-Informanten. Erledigen wir ihn. Ziel erledigt. Ziel erledigt. Der Kartellinformant ist tot. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher.
Okay, ich glaube, das war relativ einfach. Der Hauptmann läuft weg. Okay. Soll er? Interessiert mich gerade eigentlich wenig, muss ich sagen. Hey, wir werden gejagt. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt doch Fraktionskriegführung. Was habe ich denn mit denen zu tun? Ich habe auch keine Mission mehr, ihn aufzuhalten, dementsprechend. Wobei, wir dürfen ihn auch ausschalten jetzt. Steht nichts anderes da. Ziel angreifen. Shit, die Unität ist unser Arschloch. Wow, von hinten? Das ist nicht nett. Sind eine Menge Leute, plötzlich. Na gut, wenn es jetzt eh schon laut ist. Können wir auch richtig mit den großen Geschützen arbeiten. Holzzaun ist keine adäquate Deckung gegen Sturmgewehre. Egal, was Kinofilme dir erzählen wollen. Auch ein umgekippter Tisch hält nicht lange. Und ja, auch Autotüren, was Polizisten hin und wieder mal als Deckung benutzen wollen, ist irgendwie Wahnsinn. Da haben wir Infos. Das ist doch was Feines. Dann schauen wir mal, welche Infos die hier geboten kriegen. Also, Orden. Damit hätten wir das auch erledigt. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie irgendeinem harten Hund verleihen wollen. Toll. Ein Bonusorden. Na gut, besser als nichts. Dann gerade nochmal Munition auffüllen. War irgendwie notwendig. Und ich glaube, dann sind wir hier ziemlich fertig. Wow. Ich glaube, das war ein Herztreffer. Gar nicht schlecht. Die Entfernung mit der Vektor. Wie auch immer. Wir schauen in der nächsten Episode mal, was wir noch so alles machen können. Hier sind wir ein paar Sachen vorbeigerannt. Informationen brauchen wir inzwischen keine mehr. Aber Fähigkeitspunkte und Zeug. Oder wir machen uns erstmal die Story. Und drehen danach nochmal wie immer eine Einsammelrunde. Ich glaube, so machen wir das. Das heißt, in der nächsten Episode geht's auf in den Süden, Rebellenleutnant. Bis dahin, macht's gut, haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.